I prefer the first one. Max einfach größter Fashion-YouTuber in Deutschland, Bruder. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, wie man es an meinem Grinsen schon erkennen kann, die Vorfreude ist bei mir riesig, denn am Sonntag ist schon soweit, der offizielle Trailer zur Kollektion von M&M Art Destructeur geht offiziell online auf diesem Kanal um 15 Uhr. Seid auf alle Fälle gespannt, denn am Freitag die Woche drauf, das ist der 2. April, um 19 Uhr geht es dann endlich los. Alle Informationen zu Größen, Preisen und so weiter findet ihr dann auf der Instagram-Page von M&M Vienna. Ihr könnt euch aber jetzt schon mal in den Mailingliste eintragen, damit ihr da immer alle Infos vorab habt und natürlich wisst, was abgeht, Freunde. Trailer Sonntag. Dranbleiben. Jetzt wird spannend. Jetzt kommt die heiße Phase. Ich bin schon sehr gespannt auf euer Feedback zum Trailer. Der wird fett, Freunde. Allein der Beat ist schon. Aber ich höre jetzt auf zum Schwafeln. Ich habe die Kopfhörer auf. Das heißt, wir werden heute auf ein Video reagieren. Und zwar wieder mal auf ein Video von Andy und Claude. Das sind die, die mal dieses Video zu Justin gemacht haben. Das Problem auf YouTube. Und die haben jetzt scheinbar auch einen Fashion-Kanal mit Fashion-Content, irgendein Video rausgebracht. Italienische Models bewerten Fashion-YouTuber. Maximilian, Sangiev, Mann etc. Also ich bin schon sehr gespannt, wurde vor einer Stunde hochgeladen. Ja, ich bin sehr frühzeitig unterwegs und schaue mir das Ganze natürlich an. Ich bin gespannt, Freunde. Schauen wir rein. Here we go. For me this one is... Okay, sind die da am Feiern? Die haben denen safe was zum Trinken gegeben, kurz bevor die Party machen. Und jetzt fragen die da random nebenbei, was hältst du von dem? Think a four. No, I'm sorry, but one. Oh mein Gott. Freunde. Also harte Bewertungen sind da dabei. Ich hoffe, dass ich viel M&M habe, wenn ich da in diesem Video vorgezeigt werde, weil dann habe ich, glaube ich, gute Chancen. Alles Gute. Orange Shirt aus der neuen Kollektion, Freunde. Eins meiner Lieblingstees tatsächlich. Modegeschmacks. Claudio und ich sind hier in Mailand. Wir kamen gerade, es ist schon recht spät. Wir sind von einem Geschäftstreffen endlich fertig. Und Freunde, mehrere Businesses. Wie zelebrieren wir am besten? Wir haben alle einen negativen Corona-Test, deswegen treffen wir Freunde von mir. Und ein paar von diesen Freunden sind Models aus Mailand, also Italiener. Ja, ja. Italienische Models. Und ihr wisst ja vielleicht noch, das letzte... Schauen sympathisch aus, die drei Mädels. ...das Video. Wo wir Frauen natürlich. Hier, an einem Ort waren, wo mehrere Leute waren, haben wir auch ein Video gedreht, Claudio? Ja, Mann. Jetzt, Bruder, wo ist dein Sakko, Bruder? Was? Wo ist dein Sakko? Hier geiler Typ, Bruder. Aber Freunde, wir werden heute eben ein paar sehr schöne Models haben, die... Wir werden ein paar schöne Models haben. ...werden unsere Lieblings-YouTuber bewerten. Also, wir haben vier Kandidaten. Boah, ich bin gespannt, Freunde, ich bin gespannt. Man kennt ihn aus Wien, straight aus Wien, der Ehrenbruder Maximilian. Kuss. Maximilian, Bruder. Geht raus an dich, oder? Kuss. Sehr sympathisches Foto da verwendet. Kuss. Küsse und Küsse ja. Nach Wien. Nach Wien. Zurück. Stimmt, wir haben noch den guten Mahan. Alhamdulillah, Ham ist auch mit dabei, wie winzig. Und sonst noch. Wir haben sonst noch Kelly Kayo, Playboy Mayo, neuer Spitzname. Der das letzte Mal gewonnen, auf jeden Fall hat es verdient. Der Literaturkönig. Die nächste Runde gewinnen nochmal, wir wissen es noch nicht. Und den Gewinner, eben Winner, 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 Chicken Dinner. Und die vierte Person, International Love, Sanjeev, Brother. Ja, ich bin gespannt, was da heute rauskommt. I hope your German is well enough, but we will, we, a lot of... Your Germany is well enough, man kennt's. Der kann sich direkt einreihen bei Leon und Mahan. A lot of love to you. Einfach die drei im Englischkurs. Kann ich mir gut vorstellen. Wir gehen mal in die Party rein, deswegen. Woo! Prost mal jetzt ein bisschen Limonade. Hallo, grüß Gott. Okay, so my name is Ginevra. I'm from Milan. And I'm rating the outfits. Maximilian, first one, let's go. Okay, so I think in this... Der Flex ist auf jeden Fall real bei dem Outfit, Freunde. Okay, ich merke schon, wir müssen die Kamera umswitchen. Outfit, like honest, honest, honest. The colors, it's very matching also with the, you know... Matchy, matchy, auch mit dem Hintergrund. Ja, da hat man sich was dabei gedacht. The background. The backgrounds, right? Ja, the wraparound. The blue, 1 to 10. I would say like 8. Ja, stabile 8. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ah, Max, Bruder, wann da los? Julia aus Milano, from Milano, straight from Milano, also model. Which agency? Future Models Management. In Österreich sagen wir 1000 Tode für Rode. Alright, nicht verstanden, aber weiter geht's. I like the bag. So 10 only for the bag. Yeah. All right, you're a hype beast. Yeah. Yeah. Okay.
Ja gut, das ist aber keine Hype-Beast-Bag, Bro. Fair, okay. That's the first outfit. Also ich habe fix eine 10 bekommen, nur wegen der Tasche. Chillig, Leute. Kauft euch diese Tasche, habt so einen guten Riss bei Frauen. It's like difficult, 1 to 10. I would say maybe a 9. 9? Oha, Freunde, ich zerreiße komplett. Komisch, dass ich mir dieses Video ansehe. Wow, why not? Nein, ich habe es vorher nicht gesehen. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ich habe das Video wie immer vorher nicht gesehen. I like the match, like between the hoodie and the jeans, because like you have the hoodie that it's white and blue, and then you have the jeans that it's light blue, and you have some like. Übrigens, die Schuhe passen auch noch dazu. Die sind auch leicht. Aber. How do you say like collar? Yeah, on it matches. Yeah. Chillig. Da, bei der Party wäre ich auch gern dabei gewesen. Hätte ich einen Real Life guten Eindruck hinterlassen. Nicht. Yeah. I mean. What do you like? 1 to 10? You like the outfit? Yeah. 1 to 10? 1 to 10, if I have to vote, I would say a 6. Why? Okay. Ah, die schaut schon kritischer hin. 6? Nah, I don't really love street style, but it's a... Ah, okay. Da können wir ja nur verlieren, sie mag keinen street style. It's a very nice, well put outfit. I would say the bag is not, you know, it's a really nice bag, obviously. Next one? This one is... spannend, welche Bilder die da ausgewählt haben. It's always matching and I really like... Oh, it's always the picture because you see it's red. You like red. The car? Ja, na sicher. Yeah, also the car is very nice. Ich bin extra zu dieser Tankstelle gefahren, damit ich das gut zu meinem Outfit matchen lassen kann. Ja, so weit bin ich gegangen. It's matching with how to pick up cars. Spaß, Mann. Ich war tanken und habe mir gedacht, das passt gut. Girls in Milano, nice cars. Welche Geschichte stimmt da jetzt? Alright, so 1 to 10? I would say 10 to this one. Bam, Freunde, wir rasieren. All together. It's very nice. All right. On my Instagram. All right. Max und Ginevra. Wie heißt der nochmal auf Instagram? Schau's nachher an. Weiter geht's, next one. Okay, always the ad. Yeah. That personally, I don't like men who wear hat. Action. So, no. So you like the combination? Yeah. 1 to 10? 7. 7. Because of the hat. Yeah. 7. I prefer the first one. Max, einfach größter Fashion-YouTuber in Deutschland. Vielen lieben Dank für diese netten Worte. Oh. Auch wenn sie gelogen sind. Oder nicht? Wer weiß. Oh, damn. That's 100. Yo! Yeah. Bies, Freunde, was geht ab? Wir zerreißen da. That's fire. I like it. Shit. Oha. Ja, aber wahrscheinlich bewerten die einfach auch sehr nett. Yeah. Maxa. I love the dunks. So, they're super cool. Maxa, Feuchtigkeit wurde verteilt. Okay. Yeah. Okay. Maxi, Max, komm. Yeah. Bruder, komm. Sag einfach Max, bitte. Yeah? I would say it's, this is a 8. Whoa, why not? Yeah. Because the shoes, I like the shoes. Very coordinated with the sweater. Orange, right? Third one, last one. This one doesn't say to me anything, like it's a normal outfit. 1 to 10? Genau. I would say 5. 5? It's okay, 5 isn't bad. No, it's good, but I mean, at the end, it's like a normal outfit. I would go like this, maybe to school, to the college. Okay. Fix, kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist ein chilliges Outfit einfach. I like the jacket. Yeah. Oh, sie mag die Jacke, Freunde, wisst Bescheid, 2. April. Wenn ihr einen Riss bei Frauen haben wollt, einfach diese Jacke kaufen. Den Zipper kaufen und seid ihr, habt ihr gewonnen. Also, the sneakers are good, so 8. Also 8? No. Yeah, the glasses are perfect with this outfit. Max, Beast. Ich bin noch nie so gut weggekommen irgendwo. Oder was ist da los? Max, most underrated fashion YouTuber in Deutschland, sagt man. Okay, I would say... A 9 also. A 9? Was ist los? Why? Also it's matching everything and the colors, basic colors, so... There we go, okay. Oh, this is really classic and it's basic, really passepartout. I like it. Passepartout, as we say in French, it's like you could go anywhere with this. You're from France, right? She's from France. Really nice. I would say this is a 9, yeah. You like the sweater? I love this. Freunde, wo waren wir an diesem Abend? Schade, da hätte man persönlich dabei sein sollen. Oh,
ich kann eigentlich das Video jetzt abbrechen. Ich habe genug gesehen, Freunde. Ich will gar nicht wissen, was die anderen so bekommen. Ich bin mit meinem Schnitt sehr zufrieden, auch wenn die anderen jetzt überall 10 bekommen. Ich freue mich sehr. Shades, I love the shades. I love the shades. Die Brille kommt sehr gut an. Alright. Gut. Sehr gut. So, Maximilian, you liked him? Yeah, I liked him. He's cool. Grüße gehen raus nach Wien nochmal. Sanjeev. Very, very interesting style. Avantgarde. Okay. Ja, ganz anderer Style natürlich. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht nicht so... Wobei, das sind Models. Die müssten da schon so ein bisschen den Überblick haben. So, I don't like... I would wear something like that. You would? Yeah, I would. That's like my style. Ich bin halt einfach nicht in diesem Boot Game drin. Nice, but the pants are too tight. Aber so finde ich es ziemlich nice in der Kombi. For a boy. I don't like this type of pants on a boy. And this weather also is too short. That's like a style, like the crop fit, the, like the Schlaghosen in German. I don't want it. Like you need to be honest. You need to influence me. Sorry, man. Sanjeev, too much heart. For me, this one is, I think, a 4. Okay, we can live with that. Next one, Sanjeev from the UK. I love this one. Me too. I love this one. Me too. Best outfit. Best outfit. Yeah, Sanjeev. Best outfit. Really. 1 out of 10. 11. Let's go further. Yeah, no. 11. Sanjeev, brother. Plus Bruder. From the UK. Very nice guy, but let's. Geiler Schnitt auch. Let's hear. No, I'm sorry, but. 1. Was ist das? Oh! Why? I gave it a 9. A 9 for me. A 9? Yeah, I love. Okay, so we have gray, purple, blue, black. Yeah, but look at the jeans. It fits so well with the boots. Okay, I would say like the jeans and the boots are matching super like. Mir ist gerade eingefallen, wie ich das Video nenne. Es ist schon wieder so frech. Super cool. The jacket also. Der Titel ist eine Gemeinheit. Ich meine, ihr habt es vorher schon gelesen und euch schon gedacht. Maxl. It's super cool, but like the purple, what's the purpose? I'm putting some purple. On purpose, purple. We say in German, kein Herz. Last one. This one is crazy. Das ist nicht mein Fall. I think. Such a good vibe. Ja, es hat schon so ein bisschen diesen Miami-Weiß-Vibe irgendwie, aber ich würde das halt nicht tragen, sowas. Bei mir muss halt auch wirklich, ich trage nicht nur zum Statement Dinge, sondern ich trage die Dinge, in denen ich mich wohlfühle. It's very good vibe, but if I see a guy like this, I wouldn't hang out with him. Oha, so weit wird sie sogar gehen. Sie würde nicht mal mit dem Zeit verbringen, ich würde direkt sagen, na. Kein Herz. You're very, very, very cool. Alright, but 1 to 10? Let's say a 7. Oh, well, okay, that's fine. Okay, ja, aber für das kriegt er mega Bewertung, für das, dass sie sagt, ja, die würde nicht mal Zeit mit dem verbringen, wenn er sich so kleidet. Oh, we can live with that. Last one from Sanjeev. Wow. She got the vibes. She got the best vibes. This outfit is crazy. Yeah, I like it. So seht ihr mich, Freunde. Ich Ibiza 2003. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Zu dieser Location perfekt passend. 20, ja, yeah, Ibiza. Style. Mit offenem Hemd. Im Rolls, genau. 1 out of 10. 10. Sanjeev, you got it, bro. You got it, man. You got your love, man. Last one. Oh, was kommt jetzt? 0. Oh! Okay, übertrieben. Wir haben noch nie 0 bekommen. Ey, what the fuck? Why? No, I'm sorry. Oh, it's crazy outfit, Bruder. Ja, ist ganz nice. Like on him, this outfit, it's. Oh, okay, sie findet nur an ihm. Findet sie es nicht gut? Ich finde schon, dass ihm das gut steht. Yeah. An mir könnte ich es mir nicht wirklich vorstellen. I'm sorry, but we're back to what I love. So, als würde ich mich verkleiden einfach, wenn ich das tragen würde. Yeah. The flare pants, the cowboy boots. The cowboy boots are amazing. What brand are those, man? Tell me. I would say this is a 10 too. I agree. Sorry. Totally agree. Too crazy. All right, next one. Kelly Kayo, Playboy Mayo. Here it's... Everything black at the end? Yeah, he's like famous for that. Ja, naja, das ist nicht black, das ist navy blue. He's famous for that. No. Wo man eigentlich sagt, schwarz mit navy blue mischen ist eigentlich, sagt man, ist ein Fauxpas, aber das ist mit Absicht gemacht. Finde ich auch relativ, die Schuhe wären nichts für mich, aber so finde ich das Outfit aufgeräumt cool. No. We don't want influence. We don't want influence or anything. We just... No. I meant like... Okay, stop. Yo!
I would give a 6. Honest? Honest. Okay, 6, Kelly. Honest. But I don't like the hat. It's like streetwear. Oh, schlimm. Sobald man Kappe aufhat, Freunde, könnt ihr es vergessen. Bei ihr. Also die ist Antikappen. Komplett. It doesn't match. So, 6. Eine schwarze Kappe mit schwarzer Hose, stimmt. Passt gar nicht zusammen. 6 is good. 6 is still good. 5, 6. 5.5. 5.5, okay. We can live with that. We can live with that. 3. Very simple. No fantasy, no like. Okay. No style. Okay. You know what? I look at this outfit and I think like, you don't have a personality. What do you think? It's a 9 for me. Okay, Kelly, this is with a 9, not bad. Let's go further. Next one, Kelly. Oh. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Schuhe wieder mal nicht mein Fall, eh klar. Aber so zusammen mit der IKEA-Tasche sehr, sehr nice. This one is very good. Also matching. I like the IKEA bag. Okay. And not from Sweden, by the way. I give 8. 8? Okay, Kelly, Kayo, play with Mayo. Kann man machen. 7. But I don't like the sneakers. This one, I would say a 5. Ich bin einfach das Girl da in dem Video. Alright, kein Kommentar. There we go. This one. Oh, j'adore the tote bag. Oh mon dieu, this is a cool IKEA. Okay. Very nice bag. Very nice. I love the coat. There we go. This is a 9. This is a 9 for me. Kelly, what up, man? I would say... Ma, alhamdulillah, man. Here is her, Freunde. It's very normal, but I like... I really like... I'm watching a lot the matches. All right, yeah. And I see the Nike strip. Yeah. It's matching with all the outfit, the jacket. And also I like these colors with the snow. Mm-hmm. I would give an 8. Okay, Ma. Da ist er hier. Mahan, gut dabei. Gratuliere. Nice, girl. I like the jacket. I like the color. 7. Mann, okay. Mann, komm gut an meine Frauen, ist mal Re-Rap. Boah, wenn uns Mann jetzt aussticht, dann, Freunde, dann ist aber alles vorbei. 1 to 10? 7. 7, okay. This is a pretty good solid 8, I would say. Okay. Yes. Mann, super dabei, sehr gut. Was von Mann? No, this one I don't really like because... Na, und auch das Blau zu dem Grün mit dieser Camouflagehose und den Bändern da unten, die Teddyjacke, okay. Aber dann nochmal dein Dunkelblau mit diesem Hellblau gemischt, pff, da bin ich raus. The pants are... I don't know. 5 to this one. But I never gave a 0. Yeah, fair. And fair. I like them all. Yeah, okay. 4. I don't like the sneakers, I don't like the jacket, I don't like... You don't like Jordan 1s? The pants, no. All right, okay, I see your point. No. The colors, the pants! Oh, jetzt geht's los. Come on! I'm not gonna rate this. Oh. All right. It's why not, but I wouldn't have matched the shoes to this outfit, but sorry. No problem. I would say, yeah, 7 to this. Okay. Yeah. Favorite outfit out of all? Das war, glaube ich, der schlechteste Fit heute in der Bewertung. Oh, Sanjeev. Yes, Sanjeev, you got the horse. Like, I'm sorry, but this is the best. This is crazy. Sehr schön, gratuliere. Crazy fit. All of them? The first ones. The first one? Maximilian wieder mal am Start, oder was da los? Aber der Fit ist auch stark. Ja, Fit auch stark. Boah, Freunde, ich bin's nicht gewohnt, dass ich so viele Komplimente bekomme. Ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Vor allem noch von so hübschen jungen Damen. Sanjeev. I like the... Aha, okay, Freunde, jetzt wird's spannend. Jetzt geht's um den besten Fit. Yeah, you got my vibe. She got the best. 2-1 dabei. The best taste, yeah. Best taste. Sanjeev. This one. This one, okay. 2-2, okay. Maximilian Playboy, Bruder. Ey, Bruder, dieser Film war wirklich süß. Dieser eben Kaiserschwan auf unseren Nacken. Also, Freunde, wir haben... Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich bei all meinen Freunden, bei meiner Familie und bei meinen Supportern bedanken. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich euch nicht hätte. Die Meinungen der jungen, attraktiven Damen gehört. Und der Gewinner von dieser Episode, ganz knapp, aber schon sehr dominant, ist Maximilian, Max aus Wien mit 35 von 40. Ist es cringe, dass ich mich gerade wirklich freue? Nein, ich finde es natürlich nett. Mir ist natürlich klar, dass das eine sehr objektive
So, ich fange nochmal an. Ich bin überfordert von meinem Sieg. Mir ist klar, dass das sehr subjektiv von den Models bewertet wurde, dass das zwar Mailänder Models sind, somit müssten die ziemlich tief drin sein in der Fashion-Szene, aber was vielleicht gehypt ist oder was man vielleicht als besonders inspirierend in manchen Kreisen findet, ist für andere wieder langweilig. Aber da dürfte ich sehr gut gezogen haben mit meinen Outfits. Punkten crazy. Also es ist wirklich, er hat sehr, sehr überzeugt mit dem Bild von dem Palm Angels Sweater und dem BMW. Grüß gehen raus nach Wien an dieser Stelle. Der Verlierer von dieser Folge ist Mahan mit gerade einmal 16 von 40 Punkten. Aber logischerweise hat Mahan bei den anderen Fits auch performen können, die auch sehr gut ankamen. Also meine Freunde, das ganze Team und ich werden sehr, sehr glücklich, wenn wir das Video liken und abonnieren für mehr Content in dieser Richtung und allgemein dieses Video auch sehr, sehr auf. Machen wir natürlich. Es war auch sehr aufwendig geschnitten und gut herausgebracht. Das heißt, Freunde, schaut bei Andy und Claude vorbei. Lasst ein Sub da. Sehr, sehr cooles Video. Ich habe mich wirklich gefreut. Bin ich nicht gewohnt, dass ich da auch mal Props bekomme. Also, nice. Kann ich nur unterschreiben, so dass mir das gut gefallen hat. Liebe Freunde, wenn es auch euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke noch hier und hier ein weiteres Video von mir und am Sonntag kommt der Trailer. Offizieller Trailer zur neuen Kollektion MM Art Destructeur. Anscheinend, wenn man sich einen Zipper holt, dann hat man ziemlich gute Chancen bei Frauen, vor allem bei Mailänder Models, also wer da drauf Bock hat, kann da gerne zuschlagen. 2. April, 19 Uhr. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir, euer Maximilian.